Hallo, mein Name ist Theresa und ich bin Schülerin an der HBL Sitzenberg für Landwirtschaft und Ernährung. Gemeinsam mit meiner Kollegin Rebecca zeigen wir euch heute, wie man ganz einfach einen Mürbeteig macht. Da wir momentan aufgrund der Corona-Krise viel Zeit zu Hause verbringen, möchten wir einige Tipps und Hilfestellungen geben, um ganz einfach daheim zu backen. Natürlich auch in der Social Distance Version. So, und bevor wir uns jetzt vertratschen, fangen wir gleich mit den Zutaten an. Für einen klassischen Mürbeteig benötigen wir 300 Gramm glattes Mehl, 200 Gramm kalte Butter oder Margarine, 100 Gramm Staubzucker. Kristallzucker eignet sich hierfür eher weniger gut, da dieser nur schwer lösbar ist und zu einer unregelmäßigen Braunfärbung beim Backen führt. Zum Schluss benötigen wir noch ein Ei. Das Ei, vor allem der Dotter, ist notwendig für die Bindigkeit des Teiges. Zur Geschmacksverbesserung kann man noch Topfen, Mandeln, Nüsse, Vanillezucker und oder Rum zum Teig hinzugeben. Nun erledigt die Küchenmaschine das Kneten. Wer keine Küchenmaschine besitzt, kann den Teig auch einfach mit der Hand auf einem Nudelbrett kneten. Nicht zu lange zu kneten, sonst wird er brandig. Hat man doch zu lange geknetet, hilft ein Eiklar, den Teig wieder bindig zu machen. Wenn der Teig fertig ist, knetet man ihn noch kurz mit der Hand durch und stellt ihn anschließend in den Kühlschrank. Anschließend wird der Teig in Frischhaltefolie gewickelt. Der Teig soll nun mindestens eine Stunde kalt gestellt werden, am besten aber über Nacht. Nach dem Rasten kann der Teig weiter verarbeitet werden. Zum Ausarbeiten des Teiges eignet sich am besten griffiges Mehl. Hier aber nicht zu viel Mehl verwenden, sonst wird er bröckelig. Da der Teig kalt ist, ist er anfangs noch sehr hart. Aber nach ein wenig Kneten lässt es sich dann ganz leicht ausarbeiten. Bei längeren Verarbeitungszeiten sollte man den Teig in Portionen aufteilen und zwischendurch im Kühlschrank lagern, damit der Teig nicht bröckelig wird. Gebacken wird der Teig anschließend bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. Verwendet man mehrere Bleche, bäckt man ihn bei 180 Grad Heißluft. Der Mürbeteig ist vielseitig einsetzbar, zum Beispiel für Bäckereien für verschiedene Anlässe wie Ostern oder Weihnachten, für Mürbecremeschnitten, für Tarts oder auch als Boden für Kokoskuppeln. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Vielen Dank fürs Zusehen und wir hoffen, wir konnten euch einige unserer Tipps weitergeben. Gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal!